Hallo, Klaus und Trainer Andreas Thienmacher aus Karlsruhe. Heute im Venice Beach in Karlsruhe, der Nummer 1 zum Thema Fitness. Heute wieder mit Ramona zum Thema gesunde Fitness. Wir werden euch heute ein paar Übungen zeigen, wie man sie ausführen sollte und was man tunlichst vermeiden sollte. Jetzt kommen wir zur nächsten Variante, Trizepsdrücken. Dieses Mal Trizepsdrücken mit der gebogene Stange mit der SZ-Stange, da ist eine leichte Biegung drin, das ist wichtig fürs Handgelenk, dadurch wird das Handgelenk, die Elle etwas geschont, dadurch wird die Spannung aus der Elle genommen. So, jetzt haben wir Ramona beim Trizepsdrücken mit der sogenannten SZ-Stange. Wenn man hier auch wieder sehen kann, Seilverlauf, so senkrecht wie möglich nach unten, Oberarm zeigt senkrecht nach unten mit Bauchmuskelspannung. Sie beobachtet sich jetzt auch selber im Spiegel, was auch richtig ist, dass man einfach die Übung auch richtig ausführt, weil da neigt man gerne dazu, dass der Oberarm im Endeffekt nicht richtig belastet wird, beziehungsweise nicht richtig fixiert wird. Dann gehen wir mal näher zum Handgelenk. Wir haben hier am Handgelenk sichtbar das Handgelenk stabilisiert, wie sich das auch gehört. Und jetzt zeigst du mal, Ramona, was man nicht machen soll, das Handgelenk nach oben einrollen und jetzt in der Aufwärtsbewegung übers eingeknickte Handgelenk arbeiten, da ist die Last, die übers Handgelenk verarbeitet wird, viel zu hoch. Trizeps drücken mit der SZ, leicht höher wie der waagerechte Winkel bzw. die waagerechte Unterarmstellung, Handgelenke sichtbar hier natürlich fixiert und gestreckt, so wie es eigentlich auch sein sollte. Dann schauen wir uns das mal von hinten an. Leichte Vorlage. Brustwirbelsäule ist aufgerichtet, wie sich das auch gehört. Entsprechend natürlich auch eine Fixierung der Bauchmuskulatur, sodass die Übung natürlich auch entsprechend sauber ausgeführt werden kann. Jetzt schauen wir uns mal die Handgelenke an, was da schief laufen kann. So, wenn man nach oben geht, nochmal nach oben, dann die Handgelenke aufrollen. Wie man hier sieht, wird das Handgelenk nach oben aufgerollt. Entsprechend dessen werden die Bänder im Unterarm überdehnt und viel zu viel Last läuft jetzt hier übers Handgelenk ab. Und zwar ungünstig übers Handgelenk. Handgelenk nochmal stabilisieren bitte. Jetzt ist das Handgelenk stabilisiert und jetzt wird es ja auch richtig gemacht, die Übung. So, dann schauen wir uns das nochmal vom Oberarm an. Oberarm zeigt senkrecht nach unten und wir haben hier auch wieder, dadurch, dass sie richtig zum Kabel steht, richtig positioniert zum Kabel steht, haben wir natürlich auch einen sehr guten Bewegungsablauf in Form vom Seil. Das Seil sieht man, das arbeitet fast nur senkrecht und somit ist der Drehmomentverlauf der Kraft entsprechend günstig. Stell dich mal weiter weg, Ramona, viel weiter weg. So sieht man sehr oft, da wird das Trizepsdrücken in dem Winkel gemacht und da hat man natürlich anfänglich gar keine Last und dann auf einmal ab einem gewissen Punkt viel zu viel Last und dann entsteht hier ein kleiner Ruck im Bereich des Körpers, ein Drehmoment im Bereich auch der Wirbelsäule und genau das ist das, was man beim Trizepsdrücken unter anderem vermeiden sollte. Dann wirst du mal nochmal näher dran stehen, Ramona, da gibt es auch die Variante, nochmal ganz oben angefangen, das heißt, ja, nochmal arbeiten, jetzt ganz nach oben fallen lassen. Das heißt einfach eine schnelle, ja, und nach oben fallen lassen. Das hier sieht man sehr oft unkontrollierte Bewegungsausführung beim Trizepsdrücken. Wie man auch sieht, da arbeitet der ganze Schultergürtel mit. Das ist kein Trizepsdrücken am Kabel. Jetzt nochmal, wie das Ganze richtig ausgeführt. Genau, Oberarm zeigt senkrecht nach unten und Unterarm tick höher wie die waagerechte. Und das Ganze ohne Ruck ausgeführt mit gerader Seilführung. Da haben wir jetzt noch eine Variante des Trizepsdrücken. Das ist so dem engen Bankdrücken nachempfunden, was man natürlich auch am Seil ausführen kann. Enger Griff, ganz enger Griff, Handgelenke stabilisiert, Brustwirbelsäule ist aufgerichtet. Und jetzt haben wir einen senkrechten Druck nach unten bis zur fast maximalen Streckung des Unterarms. So wird es richtig ausgeführt. Leider Gottes sieht man sehr oft. Ramon darf es jetzt mal zeigen, wenn man es nicht macht. Mit viel Schwung, voller Körpereinsatz. Ja, vollen Körpereinsatz. Da hat es natürlich wieder mit Trizepsdrücken relativ wenig zu tun. Nochmal bitte die korrekte Bewegungsausführung. Ja, einmal nochmal. Sehr schön. Auch hier sieht man, wie sie sich selbst beobachtet im Spiegel. Ja, meine lieben Jungs, dafür ist der Spiegel da. Nicht zu gucken, ob der Frisur sitzt, sondern es geht darum, sich selbst in der Bewegung zu korrigieren. Und das macht sie gut.
Genau. Nochmal versuchen, Ramona, den Schultergürtel oben zu fixieren. Nicht mit der Schulter mitzuarbeiten, nur Unterarmbewegung. Jetzt kommst du nach oben. Stopp und wieder runter. Genau, so ist es richtig. Ohne oben den Schultergürtel groß mitzubewegen, rein aus dem Trizep arbeiten. Auch wieder eine Variante des Trizepsdrückens. Ja, nochmal von einer ganz anderen Perspektive. Ellbogen fahrt nach oben und jetzt nach unten durchdrücken. Jetzt haben wir hier noch eine Variante. Das ist die sogenannte Umkehrgriff-Variante. Wie man sehen kann, sind jetzt hier die Handflächen gedreht und somit natürlich eine Variante zum Trizepsdrücken. Man hat natürlich noch ein bisschen mehr maximale Trizepsbelastung, aber natürlich auch wieder aufgepasst. Hier im Bereich des Handgelenkes haben wir natürlich innen wieder an der Elle einen etwas erhöhten Zug. Verträgt nicht jeder. Wir haben aber hier eine pronierte Stange und kann natürlich hier in der Stange entsprechend greifen, sodass man hier natürlich auch die Last ein Stückweise vom Handgelenk nimmt. Man hat natürlich auch hier die Möglichkeit, verschiedene Griffbreiten auch an der Stange zu probieren. Würdest du mal ein Stückchen weiter außen greifen? Ja, genau nach der Biegung. So, und das Ganze nochmal. Und dreh mal die Stange noch in der Hand. Jawohl. So, jetzt nochmal. Genau, so hat man natürlich auch verschiedene Varianten im Bereich der Trizepsstange und hat somit die Möglichkeit, unterschiedliche Krafteinleitungen auf dem Trizep auszuüben. Varianten sind immer gut, vor allem wenn man weiß, dass es gibt, vor allem wenn man weiß, warum man so greift und nicht einfach nur greift, weil man denkt, es könnte richtig sein. Auch hier wieder sehr schön sichtbar, Oberarm senkrecht und jetzt ein bisschen höher wie die Waagrechte vom Unterarm und nach unten durchdrücken und das Ganze natürlich ohne Schwung und ohne großen Körpereinsatz ausgeführt. Trizepsdrücken mit der SZ.